Danke, Rainer, für die professionelle Einführung. Heutiges Thema Kundenservice-Technologie für Energieversorger. Die allgemeinen Regeln, wenn es Fragen gibt, diese bitte in den Chat stellen. Der Rainer wird die am Schluss noch moderieren und vortragen. Ansonsten würde ich einsteigen. Kurze Vorstellung meinerseits. Roland Ruf, Geschäftsführer der Rufberatung. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf das Thema Kundenservice fokussiert. Mein persönliches Steckenpferd ist ein bisschen das Thema Lösungsauswahl, Technologien, auch im Zusammenspiel mit den notwendigen Prozessen, Business-Anforderungen und dabei noch ein kleines bisschen das Thema Personaleinsatzplanung, Telesales, Sprachanalyse. Ja, und da ich das Thema nicht alleine moderieren wollte heute, habe ich mir kompetente Hilfe dazugeschaltet. Sebastian, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Sehr gerne. Ich freue mich auch nachher auf alle Fragen zum Thema. Ich bin Unternehmensberater, Interimsmanager, Projektmanager in der Energiewirtschaft, vom Haus aus Maschinenbauingenieur, komme also auch eher von der technischen Schiene, kenne aber jetzt die operativen Prozesse da sehr, sehr gut. Habe seit über 20 Jahren mit der deutschen Energiewirtschaft zu tun und das in allen Marktrollen. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, den wir euch hier im Webinar noch näher bringen wollen, die Besonderheiten, die halt im Kundenservice in der Energiewirtschaft vorherrschen. Ja, vielen Dank. Dann mache ich auch gleich weiter, Roland, ne? Ja. Also natürlich ist der Energiemarkt besonders. Der Wettbewerb ist erst seit dem Jahr 2000 da und verändert sich ständig. Das bleibt also ein weiteres Leitmotiv auch in der Zukunft. Im Wesentlichen funktioniert er. Das bedeutet aber auch, beim Kunden wird Energie als Wettbewerbsprodukt wahrgenommen, bei Strom deutlich mehr als bei Gas. Und es kommen jetzt aber in den letzten, ja, Monaten, eigentlich auch schon Jahren, verschiedene Themen dazu. Ich gehe mal links unten weiter. CO2-Ziele und Klimaschutz werden wichtig. Das heißt, das sind Fragen, die den Kunden beschäftigen, die entsprechend im Kundenservice Bedeutung haben. Da muss also der Kollege im Stadtwerk beim Energieversorger antworten können. Gleichzeitig gibt es Themen, die aus den Energiewirtschaftsunternehmen selbst herauskommen, die einmal stark technisch geprägt sind, Dezentralisierung, Netzausbau. Kunden interessieren sich plötzlich dafür, als sogenannte Prosumer tätig zu werden und brauchen dann Beratung zu Batteriespeichern, zur Photovoltaik und wie funktioniert das Ganze im Quartier und so weiter und so weiter. Da passiert also sehr viel und das große übergreifende Thema, was nicht nur Deutschland bewegt, sondern insbesondere auch die kommunale Energiewirtschaft, ist das Thema Digitalisierung, wo Themen plötzlich auch reinkommen, die Datenschutz, IT-Sicherheit betreffen, die sogar auch kritische Infrastrukturen betreffen, also Infrastrukturen IT-seitig, die von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik überwacht werden und das Ganze dann im Energiebereich übergreifend mit Sektorkopplung. Ja, wenn du dir auf die nächste Seite bitte gehen magst, Roland. Ja. Das Ganze kommt ja auf voller Breite, sage ich mal, in der Energiewirtschaft. Ja, einer der wichtigsten Verbände ist ja der BDEW, der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, der dort regelmäßig Studien macht, digital@EVU, hier jetzt mal aus 2020 zitiert, wo diese Themen, auch alle, die wir hier gleich besprechen werden, im Mittelpunkt stehen. Kundenzentrierung, noch besser mit dem Kunden umgehen ist dabei, aber auch die Schwerpunktthemen rechts betreffen alle in irgendeiner Form den Kunden, sind teilweise intern wie KI, erweiterte Analytik, Blockchain, aber auch extern wie Smart Meter, was der Kunde direkt mitkriegt, Smart City und so weiter. Und das Ganze geht nur mit Datenanalyse, Partnerschaften, Prozessdigitalisierung, IT und Datenschutz. Und wir wollen heute ein bisschen was erzählen zu Prozessdigitalisierung im Kundenservice oder Kundenservice-Technologien, die dort sinnvoll einzusetzen wären. Ja, und das Ganze, jetzt kommt natürlich das Schockerbild, was wir immer gerne bringen. Das ist eine offizielle Unterlage vom BMWI über die Gesetze und Verordnungen, die im Kundenservice indirekt wichtig sind bei Energieversorgern. Das ist sehr viel, sehr komplex, ist sehr erklärungsbedürftig. Da muss man den Kunden ein Stück weit abholen und macht das Geschäft nicht einfacher.
Ja, wollen jetzt nicht auf alle Details eingehen. Ich glaube, da könnten wir noch ein Tageswebinar drüber machen, um da durchzugehen. Aber ich meine, wenn man das die rechtlichen Rahmenbedingungen für Energieversorger anschaut, der hat schon sehr, sehr viele Eckpunkte zu beachten. Da gilt zum Beispiel das BGB. Zum Beispiel beim Anbieterwechsel muss die Kündigung prozessual in Textform erfolgen und genauso verarbeitet werden innerhalb bestimmter Fristen. Es gibt das INWG, Trennung, Netz, Vertrieb, wo beachtet werden muss. Die Datenschutzgrundverordnung, wer kennt sie nicht, die ist natürlich auch recht spannend. Dann gibt es noch ein Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht, wo zu beachten ist. Kommt jetzt auch das Gesetz für faire Verbraucherverträge, die natürlich auch die Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung betreffen. Online-Kündigung muss sichergestellt sein. Da gibt es natürlich auch Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten und die Textformerfordernis besteht in vielen Bereichen. Dann haben wir noch das Thema E-Privacy-Verordnung, was auf uns zukommt. Ich möchte das nicht alle Gesetze auflisten, aber es ist rechtlich echt im engen Rahmen, was die ganzen Anbieter bewerkstelligen Ja. müssen. Das bedeutet natürlich als Folge für die Branche, dass wir sehr, sehr viel schriftliche Kommunikation haben, weil man muss es halt dokumentieren. Sehr strikte und regulierte Prozesse und in vielen Bereichen gibt es auch echt enge zeitliche Vorgaben, dass zum Beispiel innerhalb von 4 Stunden eine Response von einem Energieanbieter kommen muss. Und all das muss beachtet werden und ist natürlich schon eine kleine Herausforderung für die Branche. Roland, vielleicht eine aktuelle Ergänzung zu dieser Seite. Aktuell laufen ja die ganzen Preisänderungsschreiben der Energieversorger an Millionen von Kunden in Deutschland raus. Im Strom- und Gasbereich wird es Preiserhöhungen geben. Die müssen in Papierform erfolgen, was entsprechend auch den Kundenservice natürlich massiv beeinflusst. Gleichzeitig wird jetzt eine Wärmerechnung in Zukunft genauso unverständlich erklärungsbedürftig sein wie die heutige Stromrechnung mit fast 8 Seiten und so weiter. Also das sind alles Dinge, die dieses Geschäft massiv beeinflussen. Ja, und wenn man das Ergebnis anschaut, wir von der Rufberatung führen jedes Jahr eine Trendstudie durch. Das sind so ein paar Ergebnisse von 2021, 2022, jetzt nur fokussiert auf die Energiebranche. Fangen wir mal von der linken Seite an. Ganz spannend ist, dass eigentlich die wenigsten Energieanbieter den Kundenservice rein in-house abbilden. Ein Großteil hat einen Mix mit in-house und Dienstleister oder nur Dienstleister. Da gibt es verschiedene Gründe sicherlich. Das eine ist natürlich das schwankende Anrufvolumen, das sehr auf bestimmte Events ausgelegt ist, wie zum Beispiel Start der Heizperiode oder halt Preisänderungen. Das andere ist natürlich auch die gewisse Flexibilität, die man bei manchen Tarifverträgen bei den Unternehmen nicht unbedingt in-house abgebildet bekommt und deswegen nur bei den Dienstleistern ja wirklich flexibel abfangen kann. Und ganz spannend ist auch, wenn man die Ziele des Kundenservice bei der Energiebranche anschaut. Im Vergleich zu den anderen Branchen ist die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit doch ein bisschen überdurchschnittlich. Andererseits aber auch das Thema Kontaktvermeidung, Automatisierung, auch ein wichtiges Thema in der Branche. Genau. So, was bedeutet das für die Kundenservice-Themen, Sebastian? Ja, wir müssen uns im Klaren sein, dass Kundenservice in der Energiewirtschaft bedeutet, dass man jeden als Kunden hat. Das geht los mit der älteren Dame im 6. Stock in der kleinen Mietswohnung bis hin zum Villenbesitzer, aber auch Gewerbeunternehmer bis zum Industriekonzern, der mit diesen Themen zu tun hat. Es sind in der Form erstmal keine positiv besetzten Themen. Meistens kümmert man sich um Energie als Kunde, wenn man ein Problem hat und entsprechend eine Störung sieht oder die Rechnung nicht versteht, oder sowas Profanes tun muss wie einen Zählerstand abgeben oder ähnliches. Das ist anders als in anderen Branchen, wo vielleicht die Kunden auch anders reagieren. Entsprechend, das hat eine hohe Komplexität. Es gibt viel Verzahnung mit IT-Systemen, die im Backoffice dort bedient werden müssen. Und es sind aus Sicht des Kunden häufig keine positiv besetzten Themen. Preisänderungsschreiben habe ich ja gerade schon erwähnt. Klar, keiner mag das gerne. Aber jeder Gut. braucht. Soweit dazu. Das war so im Prinzip eine kleine Einführung über die Energiewirtschaft. Was bedeutet das im Prinzip für die Aufgabenaufbau einer Contact-Center-Plattform?
Grundsätzlich erstmal Verständnis ganz wichtig. Eine Omnichannel Contact Center Plattform heutzutage hat im Prinzip vier Säulen. Das eine ist die Kommunikationssteuerung. Das, was man früher noch schön unter dem Begriff IVR und ACD kennt, das ist eine der Säulen. Aber es ist eben nur eine. Manche Anbieter sind da stehen geblieben. Aber es gibt im Prinzip natürlich noch die anderen Säulen, wie zum Beispiel die Prozessverwaltung, Wiederverlagen, Ticketsystem und ähnliches. Aber auch das Wissen bereitstellen für die Mitarbeiter, für Bots. Und ganz wichtig, in der Energiebranche, wo die Margen ja nicht so wirklich toll sind, ist natürlich auch das Ressourcenmanagement ein Thema. Das sind im Prinzip die Säulen, die eine Contact Center Plattform abbilden muss. Wenn man das nochmal ein bisschen betrachtet, gibt es natürlich auch eine Gliederung in vier Bereiche. Das eine sind natürlich die Kanäle. Welche Kanäle muss ich in der Contact Center Plattform unterstützen? Fangen wir in der Mitte dieses kleine Tropfensymbol an. Ganz frech, Shops sollten im Prinzip genauso integriert sein, beziehungsweise Kundenservicezentralen, wo auch Leute kommen und mal mit Bargeld bezahlen, wie jetzt auch ein Telefonat, ein Fax, ein E-Mail. Ja, Fax gibt es auch noch. Und gegebenenfalls halt auch andere Kanäle, Social Media, WhatsApp, Chat. Genau. Und diese Kanäle müssen natürlich mit Self-Service-Funktionen beziehungsweise mit Vorklassifizierung aller IVR beziehungsweise so einer Visual-IVR-Chatbot ausgestattet sein. Wenn man ein bisschen weitergeht, dann gibt es die Service-Systeme, die im Prinzip die Kundenkommunikation hauptsächlich managen sollen. Da gibt es natürlich das Kampagnenmanagement. Auch der Energiewirtschaft wird Vertrieb gemacht. Das muss man steuern, eine Knowledge Base. Das typische Routing und Queuing, das heißt Warteschlangenmanagement, welcher Mitarbeiter bekommt welchen Kunden durchgestellt, wie lange wartet welcher Kunde, gibt es VIP-Kunden, die schneller drankommen, gibt es Kunden, die auch mal ein bisschen warten dürfen, der Agent Desktop, mit welcher Oberfläche arbeitet der Agent, ein Ticketsystem, wenn ein Agent ein Thema nicht bearbeiten kann, dann muss natürlich oder nicht sofort im Telefon lösen kann. Da muss ein Ticket aufgemacht werden und entsprechend bearbeitet werden. Und auch ganz wichtig, eine Kontakthistorie, ein Kontaktarchiv, dass man im Prinzip die Historie zu bestimmten Kunden nachvollziehen kann. Das sind erstmal die typischen Kundenservice-Systeme und dann gibt es natürlich noch unterstützende Systeme wie Sprachaufzeichnung, Qualitätsmanagement, Workforce-Management, Performance-Management, Reporting und Business Intelligence. Aber auch eine Text- und Sprachanalyse ist ganz wichtig, um Insights über die Kundeninteraktionen zu bekommen. Und was auch gerne vergessen wird, Kundenzufriedenheitsbefragung. Und das Ganze muss natürlich mit entsprechenden Schnittstellen ausgestattet werden, CRM, ERP, Input-Output-Lösungen, das heißt Druck- und Scan-Straßen, After-Sales-Systeme, gewisse Content-Management-Systeme für die Webseite und gegebenenfalls auch mit HR-Systemen, wo man die Mitarbeiter anlegt und betreut. Vielleicht hier noch eine kleine Besonderheit. In der Energiebranche ist das Thema CRM und ERP so ein bisschen miteinander verwoben. Die Besonderheit, das heißt hier Abrechnungssystem. Da gibt es zum Beispiel auch von SAP und anderen Anbietern spezielle Systeme für die Energiebranche. Genau. Jetzt haben wir oben die ganzen möglichen Kanäle, die so eine Omnichannel-Plattform unterstützen soll, dargestellt. In der Praxis ist es aber so, dass immer noch sehr viel Brief, E-Mail genutzt wird, Telefon und eben diese Shops. Der Grund ist natürlich auch diese Text- oder Schriftformerfordernis, die leider Gottes sehr stark vorherrscht. Es gibt aber auch einen Übergang zu neuen Medien, wie zum Beispiel Chatbots, Facebook, die durchaus im Kommen sind und bei einigen Unternehmen eingeführt werden. Gut. Wenn man das mal vom Prozessworkflow anschaut, dann hat man natürlich oben die Eingangskanäle, da gibt es Schriftverarbeitungssysteme, wo im Prinzip die Vorgänge reinkommen. Es gibt gegebenenfalls eine TK-Anlage für Audio oder andere Systeme, wo die Kontakte kommen. Das Ganze läuft über eine IVR beziehungsweise Chatbot, Visual IVR mit einer Natural Language Understanding, jedenfalls AI-Lösung, die Self-Service-Funktionen beziehungsweise auch Intenterkennung abbildet.
und auf eine Routing-Engine ein. Das ist eine der wichtigsten Komponenten bei einer Omnichannel-Lösung. Die Routing-Engine soll im Prinzip sämtliche Vorgänge mit den Kunden managen und auf die passenden Mitarbeiter- oder Self-Service-Funktionen durchsteuern. Und diese Routing-Engine, die managt nicht nur die, ich sag mal, rein klassischen Interaktionskanäle, sondern gegebenenfalls auch CRM-Items aus dem Abrechnungssystem. Gegebenenfalls muss ein bestimmter Vorgang oder eine Aktion innerhalb von diesen Fristen ausgelöst werden, und das ist ganz wichtig. Basierend auf dieser Routing-Engine kann dann im Prinzip eine Personaleinsatzplanungslösung idealerweise einen Forecast berechnen, welcher Mitarbeiterbedarf besteht für die Zukunft, welcher Volumeneingang an Kontaktvolumen habe ich, aber auch natürlich das Thema Average Handle Time. Wie viel Zeitaufwand brauchen die Mitarbeiter für die Vorgänge, ist ganz wichtig. So, auf der linken Seite haben wir noch einen Dialer, der sollte nicht vergessen werden. Auch ein Dialer sollte in die Routing Engine inkludiert werden und die Entscheidung treffen, welcher Anruf zum Kunden geht zu welchem Mitarbeiter, damit man ein gesamtheitliches Bild über die Zahlen und der gesamten, ich sag mal, Kundeninteraktionen hat. Und dann gibt es natürlich noch die zugehörigen Systeme wie ja, Sprachaufzeichnung, Qualitätsmanagement, Sprachanalyse, die dann im Prinzip als Supportsystem dazugehören. Das ist so der typische Aufbau, der insbesondere für die Energiebranche greift. Ja. Gut, bisschen Besonderheiten bei den Prozessen in der Energiebranche, was ganz spannend ist. Wir sehen zurzeit einen starken Trend zur Einschränkung der Öffnungszeiten. Das heißt, viele Energieanbieter versuchen eher die Öffnungszeiten auf 9 bis 18 Uhr einzuschränken und nur Anrufe bzw. Bearbeitung von Anliegen in der Zeit zuzulassen. Hat einen Vorteil. Man muss weniger Mitarbeiter vorhalten und hat im Prinzip auch eine gewisse Effizienzsteigerung. Zweiter Punkt, das Thema Customer Relationship Management ist noch in Entwicklung. Das heißt, die ganzen Themen wie Kundenrückgewinnung, Tarifanpassung, Angebote, Upsell-Möglichkeiten, CRM-Prozesse sind je nach Unternehmen noch sehr rudimentär ausgeprägt. Aber der Trend geht ganz stark dazu, dass es auch in der Energiebranche mehr und mehr Einfluss bekommt. Dann haben wir das Thema Outbound. Das wird bei vielen Energieanbietern über spezialisierte Dienstleister abgebildet, oft auch ein reines Provisionsmodell. Und hier kommt es natürlich auch auf die Steuerung des Auftraggebers drauf an. Wenn man Dienstleister freien Lauf lässt, dann kann das recht schwierig werden. Da muss man als Auftraggeber ganz klare Zielvorgaben geben. Ansonsten gibt es noch viele Kampagnen, die, ich sag mal, Outbound triggert Inbound sind. Geht ein Brief und eine SMS raus mit einer Inbound-Nummer, lieber Kunde, ruf uns da zurück. Ja, Self-Service ist eigentlich in Entwicklung in der Energiebranche. Viele Themen sind automatisierbar, weil das eigentlich auch sehr oft Standardthemen sind. Beispiel Zählerablesung. Das kann man theoretisch nur IVR oder eine Webseite recht gut abfangen. Sehr häufig bekommen wir aber trotzdem noch ein Schreiben, wie ich vor kurzem, dass man bitte den Zählerstand telefonisch durchgeben soll an den Kundenservice-Mitarbeiter. Ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, wie der Sebastian schon gesagt hat. Die Kundengruppen sind sehr gemischt. Wir haben da natürlich Rentner, die mit einer Webseite vielleicht noch ein bisschen überfordert sind. Andererseits die Digital Natives, die sich wundern, warum sie anrufen sollen und darauf keine Lust haben. Darauf muss natürlich ein Energieunternehmen eingehen können. Ein anderer Challenge bei der Automatisierung ist natürlich, sehr oft passiert in der Energiebranche die Automatisierung aus Sicht der internen Prozesswelt. Es werden die komplexen internen Systeme gespiegelt und auf den Kunden abgewälzt. Und die Lösung ist ja nicht immer unbedingt kundenfreundlich bzw. für den Kunden verständlich. Die Kunden sind dabei überfordert und nicht unbedingt im Fokus. Das ändert sich, aber ist natürlich durchaus ein gewisses Risiko. Und dazu haben wir natürlich den Konflikt geringe Öffnungszeiten versus wenig Self-Service. Das ist natürlich eine schwierige Kombination, wobei hier auch natürlich die Automatisierung mit RPA helfen kann. So. Genau. Und da darf ich noch mal kurz was zu sagen. Wir haben jetzt ja verschiedenste Technologien gesehen, IT-Systeme, Module. Und da möchten wir auch gerne euch die Angst nehmen, dass das zu fordernd ist, dass es zu kompliziert ist. Meistens geht es relativ einfach. Also auch
dieses interne System so nach draußen zum Kunden bringen, dass er seinen Self-Service effizient machen kann. Da gibt es Standardwerkzeuge für. Und ein ganz einfaches ist zum Beispiel Robotic Process Automation. Das wird sowieso schon in verschiedensten Branchen genau für solche Zwecke verwendet, um Schnittstellen zu überwinden, um einfach die IT-Prozesse zu handhaben und um zum Beispiel auch dem Omnichannel-Kundenservice-System Dinge zuzuspielen oder zurückzuspielen dabei. Das Ganze ist auch kein Hightech, sondern kann direkt auch genutzt werden im Zusammenspiel mit halt etablierten Lösungen und Modulen, die der Roland auch gerade vorgestellt hat. Das Ganze geht auf der nächsten Seite nochmal einen Schritt weiter. Jetzt zitiere ich wieder eine BDEW-Studie. Das heißt, der Verband hat schon den Unternehmen ins Hausaufgabenheft geschrieben, ihr müsst da was machen mit Digitalisierung, und hat da auch die Bereiche nochmal einzeln hervorgehoben. Und der Bereich Vertrieb und Kundenschnittstelle dominiert absolut dabei. Und hier geht's einmal auch um RPA, aber auch um andere IT-Module, aber insbesondere auch um Machine Learning, also was landsläufig immer gerne als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Und hier sieht auch der BDW ganz klar den Bereich Kundenschnittstelle führend. Das sehen wir rechts in dieser Aufschlüsselung im Bereich Prognose, Customer Forecast, aber auch im Bereich Churn Prediction oder ähnliche Geschichte, aber auch Linguistik, Spracherkennung und so weiter, Planung, Vision und so weiter sind überall diese Werkzeuge möglich. Wir möchten nur die Botschaft senden, dass das nicht die Projekte, die Einführungsprojekte, die Aufwände oder die Entscheidung negativ beeinflusst, sondern im Gegenteil, diese Werkzeuge sind da und können verwendet werden und vereinfachen Dinge dabei. Ja, vielen Dank. Dazu sind wir jetzt fast am Ende unseres Vortrags. Wir haben da drei Empfehlungen noch mitgegeben. Mit der passenden Technologie wird der Kundenservice qualitativ besser. Thema Kundenzufriedenheit ist ein ganz wichtiger Faktor, auch in der Energiebranche, da Energieanbieter mehr und mehr als austauschbar angesehen werden von den Kunden. Gleichzeitig sind aber auch massive Effizienzverbesserungen möglich. Die Margen der Energiebranche ist ja nicht so toll, das heißt, jede Einsparung hilft. Und ja, haben Sie keine Angst vor neuen Technologien, seien Sie offen für Veränderungen, und da stehen wir beide auch ganz gerne für einen Kontakt zur Verfügung. Hier nochmal unsere Kontaktdaten, kommen Sie gerne auf uns zu, und dann die Trendstudie, die können Sie vorreservieren, die wird in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, die würden wir Ihnen dann auch gerne zuschicken. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Auch von meiner Seite selbstverständlich. Und ich hoffe, dass es vielleicht ein paar Fragen im Chat gab.